Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CCC. Etwas, das in dieser Reihe noch fehlt, ist von Mutti Hausgemachtes. Und meine Mutter hat immer einen sehr guten Kartoffelsalat gemacht und hat mir das Rezept gegeben. Das werden wir mal ausprobieren. Yay! Kartoffelsalat ist ein schwieriges Thema, denn nicht nur, dass es der schlechteste Film auf Erden ist, sondern es gibt ihn auch noch in tausend verschiedenen Rezepten. Es gibt ihn mit Essig und Öl, mit Mayo, mit Creme fraiche, mit Fleisch, ohne Fleisch und ganz davon abgesehen die ganzen Komponenten, die da drinnen vorkommen. Also tut mir leid, wenn ich eure Erwartungen nicht erfülle, aber es ist das Originalrezept meiner Mutter und das gehen wir jetzt an. Und zwar benötigen wir dazu folgende Zutaten. Wie man sieht, habe ich mich überwiegend mit wenigen Ausnahmen an der Hausmarke der Filiale bedient. Das liegt daran, dass wir früher gar keine Markenprodukte im Haus hatten und wir wollen ja das originale Ergebnis erzielen. Entscheidet man sich also beim Einkauf überwiegend für Markenprodukte, wird man wahrscheinlich das Doppelte dafür bezahlen. Mutti hat mir auch ein Rezept hinterlassen, das so geschrieben ist wie die Kochbücher zu der Zeit, als sie geboren wurde. Das heißt, hier sind kaum Mengenangaben drin, überwiegend nur die Zutaten und wie sie vermengt werden. Mal schauen, was dabei rauskommt. Jetzt kommt erstmal der langweiligste Teil. Die Kartoffeln müssen gar kochen, danach 1 bis 2 Stunden abkühlen und auch noch gepellt werden. Na, viel Spaß. Was wir aber währenddessen schon tun können, ist das Gemüse schneiden. Normalerweise habe ich eine Küchenmaschine dafür. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben mal wieder 3 Uhr morgens. Deshalb Handarbeit. Ich habe leider jetzt ein kleines Problem festgestellt, und zwar, dass die Gurke hauchdünn geschnitten werden muss. Dafür hat man normalerweise einen Hobel daheim. Ich habe sowas nicht. Ich habe nur dieses Sägeblatt, was zur Küchenmaschine gehört. Wir können doch mal ganz kurz, oder? Ich meine, die wachen dann hier im Haus vielleicht kurz auf, aber sie können dann nicht zuordnen, woher es kommt, oder? Das dauert 2 Sekunden. Komm, komm. Wir legen die Maschine einfach auf 2 Handschuhen. Dadurch wird es mehr gedämmt und der Lärm geht nicht so weit runter. Das muss funktionieren. Naja, um nicht weiter aufzufallen, machen wir die Zwiebeln lieber per Hand. Fuck! Währenddessen sind die Kartoffeln abgekühlt, jetzt kommt wieder eine Drecksarbeit und zwar sie von der Schale befreien. Los geht's! Jetzt müssen wir natürlich die Kartoffeln schneiden. Das machen wir jetzt aber nicht in einem Zeitraffer-Video, das würde jetzt zu langweilig werden, sondern mit einem Handkanten-Move, den ich in Fernostasien gelernt habe. What the time? Seminar. Quan Ta Fan. Mir ist gerade aufgefallen, dass meine größte Salatschüssel viel zu klein ist für den Salat. Deshalb habe ich überlegt, was man machen kann, wenn ich in den Keller kann und dann gemerkt, dass ich noch einen alten Blumenkübel habe. Okay, der hat Löcher, aber die könnte man abkleben und aber 2 Jahre lang alte, vertrocknete Erde sind. Aber hey, es ist Chaos Cooking. Okay, es riecht schon noch nach verranzter Blumenerde. Aber hey, Kartoffeln kommen auch aus der Erde und Dreck reinigt den Magen. Ich habe es jetzt abgeklebt. Wir brauchen jetzt 1/2 Tasse Gemüsebrühe und köcheln das auf. Wir brauchen außerdem 1/2 Glas von dem Gurkensud, nicht von den Gurken selbst. Apropos Gurke. Die Gurke, die wir vorhin geschnitten haben, habe ich in Salz eingelegt. Und jetzt, so komisch es klingt, müssen wir die durchkneten, um die Flüssigkeit daraus zu holen. So, damit haben wir alle Komponenten. Jetzt gilt es nur noch, das Ganze bunt zusammenzumixen.
Gurke, Zwiebeln, Kartoffeln. Oh, Salz. Pfeffer. Schmand. Halbes Glas Salatmayonnaise. Au! Gemüsebrühe. Gurkensaft. Salatkrönung. Wenn es zu fest ist, dann einfach noch ein bisschen Brühe oder Gewürzgurkensud rein. Ansonsten, jetzt kommt das große TV-Total-Probieren. Ist es wie von Mutti? So, einen kleinen Tipp am Ende habe ich aber noch für euch. Lasst auf jeden Fall den Salat eine Nacht über im Kühlschrank ziehen. Erst dann entfalten sich die ganzen Gewürze und auch die Zwiebelnote. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel reingemacht. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Dann wird es nämlich was ganz, ganz Leckeres geben. Und zwar machen wir da eine Pavlovensuppe. Da freue ich mich schon drauf.